Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS19 auf der Karte Ravensberg. Und ja, wir befinden uns immer noch am Sonntag, ja, in dem Livestream, wo Mario am Stream war. Und ja, ich habe nebenbei noch ein bisschen was aufgenommen, wie ihr es kennt. Ich kann ja leider nicht streamen, weil mein Internet leider dann nicht so ausreicht, wie es ausreichen sollte, was ich mir so wünschen würde. Und ja, wir haben ein bisschen weitergemacht auf unserem Hof. Ich habe schon mal in der Zwischenzeit noch mal einen Traktor gemietet mit dem Mähwerk, denn ich möchte noch ein bisschen unsere Tiere versorgen, beziehungsweise möchte ich Gras machen, beziehungsweise Gras dann verkaufen, denn ich will ja eigentlich noch so ein bisschen Geld machen. Wir brauchen ja noch mal ein bisschen Geld, wir haben ja jetzt nicht so sonderlich viel. Deswegen werden wir jetzt dann gleich mal zum Mähen anfangen, hätte ich gesagt. Das muss jetzt dann sein. Ja, das Kuhfutter dachte ich mir, ich habe gerade schon mal reingeguckt. Wir brauchen ja eigentlich nur Heu, Gras. So, Heu, Grasbahn kriegst du gekauft. Kannst du da reinschmeißen, fertig. Dann müsste das Thema ja eigentlich durch sein. Und dann bräuchten wir noch Stroh für unsere Kühe, aber das haben wir ja selber, weil wir ja noch ein Feld mit Gerste, glaube ich, stehen haben. Und das könnten wir selber. Ja, Mario, ich versuche da meinen Gespann mal zu mähen. Mal gucken. Ja, ich mähe jetzt auch. Also. Das so funktioniert. Wo muss ich dann abbiegen hier? Hier muss ich abbiegen. Ich habe echt gedacht, meine Wiese ist so eine kleine Mini-Wiese. Ja, da habe ich mich leider ein bisschen getäuscht. Was ist das denn dafür? Was? Achso, ich guck gerade wegen meiner Wiese. Ach, da ist meine Wiese. Ich bin ja toll. Du hast ja irgend so eine komische Bauwiese gekauft, glaube ich, soweit ich weiß. Ja. Ja. Oh, okay. Ich habe mir eine richtige Wiese gekauft. Ah, ich habe mir eine Bauwiese gekauft. Ja, das ist ja scheißegal, wenn du die mähen kannst. Ja, ich sag mal so, erstmal reicht. Irgendwann wollen wir ja wieso drauf bauen. Ist ja nicht so schlimm. So. Wie teuer ist denn überhaupt so eine Bauwiese? Da müsste ich aber ziemlich weit. Ach so, da ist eine Bauwiese. Da ist auch eine Wiese, da ist eine Wiese, da ist eine Wiese. Neuer Wert, die gerne mal kaufen würde. Land. Kostet 79.000. Wie teuer die? Boah, ich bin jetzt gespannt, wie dein Schlepper vorankommt mit der MW. 416. Ja, die kosten ein bisschen was. Guck mal in die. Warte mal. Du kannst. Ich habe eine für 79.000. Diese ganz kleine bei Feld 8. Ja. Ja, genau. Ja. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Geht doch! Oh. Tja, geht. Gehen tut schon. 13 km/h fahre ich hier im Berghof. Oh, 6 km/h. Langsamer werdend. Ja, geht. Schaut echt gut aus bei dir. Du hast ja mein Mähwerk nicht an, oder? Du hast jetzt das Fall an. Aber ich werde was anderes machen. Ich werde nur mit einem Mähwerk fahren und mit den oberen. Weiß ich nicht. Hast du keinen anderen Schlepper noch? Nein. Okay. Also meine Variante war ja, einen Schlepper kaufen und einen Schlepper mieten. So bin ich gerade unterwegs. Ich habe mir einen gemietet, mit dem mähe ich gerade. Und mit dem anderen
tue ich ernten, diese ganze andere Geschichte. Ja, gut, aber es geht noch. Es ist jetzt keine riesengroßen Fläche, das ist jetzt nur eine kleine Fläche. Es ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Unkraut habe ich hier auch drauf. Wie schön. Das ist nicht Unkraut. Das ist dieses Deko-Zeug, was einfach auf diesen Wiesen steht. Aber ist das kein Unkraut? Nee, ich glaube nicht. Soweit ich weiß. Ich würde ja sagen, das ist Unkraut. So, wo haben wir unseren Anhänger denn hingestellt? Da oben. Gucken, wie weit unser Drescher ist. Normalerweise müsste der jetzt auch irgendwo schon fertig sein. Oder was macht er denn da oben? Erntet er auch? Ja. Erntet. Oh, da kommt aber nicht viel runter. Ja, so ja, das ist so nicht viel, aber na ja, gut. %78, na gut, dann lass mal einmal drehen. Gucken beim Mähwerk mal vorbei, wird das was da unten? Okay, er mäht. Das ist ja schon mal etwas. Du versuchst irgendwie gerade die Böschung mitzunehmen, kann das? Ja, ich habe auch schon ein bisschen mitgenommen. Ich bin zu weit hochgefahren. Danke, Maria. Aber es hat funktioniert. Kannst du auch einen Helfer reinmachen, ne? Nur so als Tipp. Ja, aber ich habe doch wieso, am Anfang hast du sowieso nicht viel zu tun, da können wir es auch selber machen. Hast nicht viel zu tun, okay. Also ich hab zu tun. Also ich muss ernten, ich muss mähen, ich muss Missionen machen, Kühe versorgen. Wie, du hast schon Kühe? Naja, hast du auch. Ja, ich dachte erst, sie werden Deko. Nee, die kann man versorgen. Du hast 12 Deko-Kühe, also 12 versorgbare Kühe. Also ich habe zu tun, Drescher fährt mit Helfer und Mähwerk fährt mit Helfer. Da können wir ja froh sein, dass die Kühe nicht sterben, ne? Ja. Gut, dass wir noch keinen Seasons drin haben. Ja. So, Drescher fährt ein Röhrchen aus, tankt ihn mal ab. Ach, ich bleib schon wieder stecken. Gut, wir werden jetzt mal zum Händler fahren, holen unsere Gabel ab, holen das Futter für die Kühe ab. Helfer sind fleißig, die arbeiten. Passt. Was denn? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war eine blöde Idee mit so einem, das zu machen. 8,6 km/h fahre ich jetzt nur. Oh. Aber ich glaube, das ist Unkraut. Das werde ich gleich mal gucken, ob ich das vernichten kann. Nein, kannst du nicht. Glaub mir was. Glaub dem Papa was. Das sieht aber nach Unkraut aus. Das sieht schön aus. Ist aber überall. Dann steht auf der ganzen Karte in jedem Winkel, in jedem Busch Unkraut. Ja. Ja. Naja, natürlich. Naja, ich weiß, was wir an Silvester machen. Ja, was denn?
LS-Grundkurs für dich. Nee. Doch, wir gehen auf Felsbrunn, auf so eine ganz Standardkarte und bringen hier LS bei. Ich krieg aber dann dafür 500 Euro, ne, weil es ja ein Lehrgang ist. Ja, genau, genau. Nee, das kann ich von den Steuern leider nicht absetzen. Ja, oh, schade. Bring aber bitte deine Maske mit, setze die bitte auf. Wir müssen aber auch eine dicke Winterjacke mitnehmen, weil wir immer lüften müssen. Habe ich vergessen, ja. Kommt noch dazu. Ja. Das kannst du ja absetzen, klar. Das kann ich absetzen. Die Masken auf jeden Fall, weil. Ja, genau. Die brauche ich ja. Die kann ich absetzen. Wie viel kriege ich denn auf meinen kleinen Pups-Anhänger hier drauf? Sollten 4 wohl drauf gehen. Viermal rollen. Im Gras haben wir irgendwie Grasballen? Nein, wir haben keinen Grasballen. IT, das ist. Was geht da noch? GPS-Siliert war normale Rundballensilage. Dann händeln wir mal wieder mit Ballen. Ach, ich liebe das. Wieso stecke ich denn jetzt schon wieder fest hier? Weiß ich nicht. Weil du zu nah einfach hingefahren bist. Ja. Ja, kipp um. Jo. Das war mein Move. Naja, das war auch ein Move. Helfer hat sie aus. Wieso hat er erfolgreich beendet? Kann doch gar nicht. Bei mir. Wahrscheinlich, oder? Nee, bei mir. Ich hab H gedrückt und er macht's nicht. Ja, weil das auch keine wahrscheinlich richtige Wiese ist. Alter, ich brauche Mithilfe hier für Ballen stapeln, das ist echt. Ja, ich befürchte, weil das eben keine richtige Wiese ist, macht er das vielleicht nicht. Ich hasse Ballen, Mann. Ich mach das jetzt anders. Ich fahre einfach mit dem vorderen Teil. Was meinst du, wie schnell das gerade geht? Ja, auf deiner richtigen Wiese hast du die jetzt eigentlich gekauft, die für so 70.000 oder was das war? Ja. Ja, die, da kannst du ja auf jeden Fall richtig mähen mit Helfer und so, das geht ja. Weil das ja eine richtige Wiese ist. Ja, ich mache das jetzt schnell mit dem vorderen Teil nur, dann werde ich mir einen Traktor mieten. Hat keinen Sinn, ich brauch. Und dann wird der hier gleich, der Helfer, dann schön das andere Grasfeld abernten. Wenn das geht. Denke ich schon. Was macht mein Helfer eigentlich? Der erntet, der mäht. Das geht. Läuft echt gut, Alter, das läuft wirklich gut. Ich habe echt gedacht, der macht da keine Ahnung was. Das ist heftig gut. Ja, muss ich gleich nur noch ausprobieren, ob das jetzt, ob man das wenden muss oder ob man das nicht wenden muss.
Ja, normalerweise, wie gesagt, ich kenne es so, dass man es eigentlich nicht wenden Naja, muss. bloß auf App Store verheule war es ja so. Nein. Spongott drüber. Gibt es hier auch noch einen Spongott? Eine Ballenpresse brauchen wir auch noch gleich. Aber die kostet glaube ich so viel, auch na, können wir uns eigentlich leichter mieten. Meine Tour jetzt gerade sehen würdest mit dem Ballen. Katastrophe, ne? Komisch geladen, aber gut geht. Andere würden jetzt sagen, ja gut, da gehen noch zwei Ballen. Ja. Sehe mich in irgendeiner Kurve schon liegen mit dem ganzen Gespann. Dann kannst du mich aufstellen. Boah, aber dann bin ich über den Bahnübergang drüber, da kommt der olle Zug schon wieder angeballert. Am Bahnübergängen muss man echt aufpassen. Das da eigentlich können wir auch eine Futtermilch wäre eigentlich auch noch so eine Variante. Ja, also ich werde mir eine Futtermischanlage holen. Die nicht Anlage gleich. Ja, diese Fahrzeuge da, weißt du was ich meine? Ja, sonst müssen wir halt noch eine stationäre mit reinnehmen können. Ja, ich wieso, dafür sind die Dinger ja da, ich bin ganz ehrlich, reichen doch. Das ist wie im richtigen Bauerleben ja auch. Was haben die denn für ein Fassungsvermögen? 23. Was kosten die? Uff. Ja, sowas. Ja, komm. Ei, aua, aui, aui. Oh, mein Mehlwerk ist wieder fertig. Nö, bei mir braucht es dann auch. Mehl eben selber. Das ist ja nicht viel, was hier noch steht. Ja, auch bei der Bauwiese mache ich jetzt nur das Gröbste. Jo, aber ich
würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Und ja, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, mitzumachen, in ein neues Team zu kommen, ja, dann meldet euch gerne. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Discord und zum TS. Und ja, dann kommt einfach drauf und dann, ja, meldet ihr euch, wir melden uns bei euch. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.